So, herzlich willkommen. Worum geht's heute? Heute machen wir, beziehungsweise gleich machen wir Survival-Analyse oder auch Ereigniszeitanalyse. Das ist so ein Brett. Kann ich ja nicht zeigen. Also das heißt, es ist sehr viel. Und wir machen das wie immer. Wir wollen uns sozusagen erstmal, wir gucken erstmal oben drauf auf die ganze Chose und fragen uns, was muss ich wissen, um es zu tun? Das heißt, wir wollen jetzt uns überlegen, unsere Aufgabe ist es, eine Survival zu rechnen. Wir haben nicht den blassesten Schimmer, worum es geht. Also wirklich nicht. Wir wissen nur, wir sollen eine Survival rechnen und wir müssen überlegen, ob wir das auch können. Das heißt, darum geht es heute. Wir gucken uns dabei die Basics an. Das ist hier das Super-Tutorium von Frau Zabor. Das gehen wir mal durch und überlegen uns, was ist es eigentlich, so dass wir einmal eine Survival rechnen können. Und zwar auch nur Basics, also Kaplan-Meier, Cox-PH, was sind zensierte Daten, worauf muss ich so achten, so Proportional Hazard ganz am Rande. Wir gehen jetzt hier heute nicht so tief auf Survival Function und Hazard Functions ein und das machen wir nicht. Wir machen sozusagen Basics. Und wir machen natürlich den Ausgang. Ne? Wenn wir keine Lust mehr haben, machen wir eine logistische Regression. Wissen Sie ja, ne? Geht immer. Das ist unser Hammer. Logistische Regression ist unser Hammer, mit dem wir alles erschlagen. Und genau. Das heißt also, wenn Sie keine Ahnung haben von Survival oder Ereigniszeitanalyse, das heißt mal so, was es auch ist, so. Dann ist das jetzt genau richtig für Sie. Beziehungsweise, das machen wir jetzt. Im Folgenden. Also ganz langsam fahren wir jetzt in die Survival-Analyse rein, überlegen uns, was wir beachten müssen. Also, dann geht's jetzt auch gleich los.